Ja, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr hier zuschaut. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Zelda-Stream. Ja, zuallererst natürlich wie immer die Ansage: Wer spoilert, kriegt einen Bann. Und je nachdem, was für Tipps und Tricks ihr reinhaut, ist egal in welchem Chat, ob YouTube oder von Twitch, der kriegt je nachdem, was er da schreibt, eventuell auch einen Bann oder zumindest eine Verwarnung. Ja. Was ist der heutige Plan? Also, beim letzten Mal haben wir ja hier das Dorf der Orni besucht. Da stehen schon mal zwei Amiibo-Kisten. Die nutze ich übrigens immer nur dann, wenn ich die Streams mache, die Amiibos, die auch die Kisten liefern. Ich habe ein bisschen diese Energiedinger hier für die Batterie ein bisschen gefarmt. Zwischen den beiden Streams hier, also dem letzten und diesen. Ich will mich beim letzten Stream übrigens entschuldigen, dass ich da gefühlt eine halbe Ewigkeit eurer Zeit geraubt habe. Also YouTube hat davon vielleicht nur 3 bis 5 Minuten maximal gesehen, aber ich bin da wirklich so eine halbe Stunde lang geflogen. Nur um am Ende zu merken, dass ich dann genau vom Ziel runterfliege. Ich habe es noch ein zweites Mal versucht, und es hat, glaube ich, nicht mal irgendwas mit der Haltbarkeit zu tun, wie lang das fliegen darf, sondern wie weit es weg darf. Weil es ist genau am selben Punkt wieder beim zweiten Versuch kaputt gegangen. Ich habe es sogar mit einer Rakete versucht. Und es hat nicht funktioniert. Also, ja. Dafür wird es irgendeinen anderen Trick geben, den weiß ich nicht. Jedenfalls, der heutige Plan ist nicht, instant mit der Story weiterzumachen. Ich würde tatsächlich erstmal eine Stunde so ein bisschen auf Erkundung gehen, dass wir eventuell den ein oder anderen Schrein erstmal holen, dass ich mein Leben erstmal ein bisschen boosten kann. Weil auf dem jetzigen Stand hätten wir gegen einen Boss sowieso nicht den Hauch einer Chance. Also ich würde zum Beispiel hier einmal hin, weil hier hundertprozentig irgendwo ein Schrein zwischen ist, hier die Gegend absuchen, eventuell mal den ein oder anderen Krog finden. Das wäre auch das, was ich als allererstes machen würde. Hier müsste ja ungefähr der Wald sein. Dort wird Marone warten. Und da würde ich gerne hin, dass ich meine Schildtasche mal erweitere. Weil ich habe ne maximal so 4 Schilde zur Verfügung. Und damit kann ich kaum arbeiten. Deswegen, mein heutiger Plan wäre zuerst einmal Marone aufzusuchen, falls ich ihn da in dem Wald finde. Ah, ich krieg mal wieder einen Boomerang geschenkt. Oh, und das Schattengewand. Warte mal. Boomerang mit Glitzer. Was kann ich denn da dran packen? Oh, was passiert, wenn ich da einen Stein dran packe? Ist das dann eine Axt? Nee. Synthese direkt aufheben. Ich könnte da einen Baumstamm dran packen. Ich habe übrigens von dem Hinox-Hammer das Teil mal abgemacht und habe das Alpha Blockvieh da oben nochmal auf der Anfangsinsel kaputt gemacht. Und das stattdessen dran gehangen. Ja, so hat er wenigstens ein bisschen mehr Range. So, außerdem, ich wollte ja nochmal hier oben hin. Im Übrigen habe ich das auch so gemacht, dass ich den Spielstand geladen hatte. So vom Schrein aus ungefähr, wo ich da wieder rausgekommen bin. Der macht ja so Zwischenspeicherpunkte. Dass ich nicht all die ganzen Luftballons und so weiter verliere. Da habe ich den Zwischenspeicherstand einfach genommen. So, irgendwo direkt unter mir müsste es sein. Ja, da. Da kann ich ja direkt einmal das schon in die beiden Schwerter hier nehmen. Halt schon mal die Kamera bereit, weil ich ihn erstmal fotografieren werde. So, erstmal ein Foto von dir. Ach, warte, ich muss ein bisschen weiter weg. Ist ja gar nicht ganz auf dem Foto. So. Und wir wissen ja, wie wir dich besiegen. Guck mal, da habe ich direkt nochmal so ein Ding. Der gibt sogar so Nautteile. Warte mal. Der droppt aber nichts, was ich fotografieren kann. Warte, was viel besser ist, was ich an den Bumerang packen kann. Jetzt habe ich einen Alpha-Mittelblock-Boomerang.
Der wird schon gut Schaden drücken. Hoffe ich. Hier ist eine Kiste, die wurde von dem Alpha-Block wahrscheinlich weggeklatscht. Oh, eine alte Karte. Ach, noch ein Schatz da unten. Ich bin froh, dass die angezeigt bleiben auf der Karte. So, jetzt will ich aber erstmal gucken. Der muss doch auch irgendwas sein. Oder wäre das einfach nur wie ich, weil ich den Luftballon da schon sehe, dass man nach oben käme? Ja, guck mal, da sind doch Raketen dran. Raketen, Flammenwerfer. Hast nicht gesehen. Und genau über einem ist das Teil. Können wir mal trotzdem gucken, wo wir rauskommen. Das ist schon standardmäßig zusammen, aber wir können ja einmal eskalieren lassen. Und an jeder Seite eine Rakete dran haben. Ich verliere im Grunde nichts. Alter, ich habe gerade Flammenschaden von dem Teil bekommen. Es reicht nicht mal, um da oben hinzukommen. Ich sehe sonst nichts. Kommt man echt nur für den Alpha und die eine Kiste dahin? Dafür bin ich hier nochmal runtergekommen, Leute. So, jetzt aber der eigentliche Plan, den ich zuerst hatte. Der Hylia-Wald, wenn der noch genauso platziert ist wie beim vorherigen, müsste der eigentlich hier so ungefähr um den Dreh sein. Das heißt, da will ich jetzt zuerst hin, damit ich meine Schildtasche jetzt mal erweitern kann. Ja, guck mal, da ist dieses eine vernebelte Gebiet, wie es der Hylia-Wald auch schon beim ersten Mal war. Da muss man irgendwelchen Fackeln folgen. Ich gehe aber trotzdem erstmal zu dem Schrein da. Wir versuchen natürlich jetzt auch erstmal ein paar Crocs zu finden und auf dem Weg. Weil ein bisschen Aufbesserung wäre schon schön. Ich will mindestens 7 Schildplätze haben. Okay. Ich weiß ja, wie ich aus dem Brunnen wieder rauskomme. Ich kann da ruhig rein. Okay, wird vielleicht doch schwerer. Da ist eine Kiste hinter dem Gitter. Oh. Oh, lecker Fischis. Ja, komm her, Fischi. Jetzt schnell an Land, bevor ich ersaufe. Oh, hat noch funktioniert. Da hat sich eine Eidechse gerade umgebracht. Warum? Warum existierst du? Lass mich zumindest erstmal an Land. Danke. Ist doch irgendwo noch einer. Sag ich doch. In dein Gesicht. Und eine Ritterhelebarde. Ja, kann ich zumindest fotografieren. Die ist auch zerfressen. Runter mit dir. Den nehme ich, kann ich den nächstbesten ins Gesicht werfen. Jetzt muss ich überlegen, wie ich da wieder hochkomme. Ich kann da keinen Gleiter, glaube ich, hinsetzen. Die saufen man ja auch. Zur Not kann ich mich auch einfach zu dem einen Schrein nochmal teleportieren. Jetzt komm doch her, Fischi! Dann halt nicht. Eine andere Option
Ja, da ich zusätzlich an den Gleiter noch einen Ventilator pack. Werde ich wohl müssen. So, Ventilator, Gleiter, Luftballon, nur ein und Flammenwerfer. Ach, ich darf nichts davon platzieren. Okay, muss Teleport machen. Nee, ich warte mal, bis jetzt rum ist. Ach Mann. Übergangsfoto. Ich wollte ein gutes Foto, wie ich es bei dem einen Objekt geschafft habe. So, versteckt sich hier ein neuer Freund? Da ist auf jeden Fall ein dicker, fetter Knubbel. Aber kein neuer Freund. Der Hylia-Schild ist wahrscheinlich auch nicht hier. Oh, Krüge. So, jetzt habe ich die richtige Waffe. Dann gönnen wir uns jetzt erstmal den Schrein da hinten. Hier müsste ich einmal offscreen die gesamte Mauer einmal absuchen. Bei onscreen will ich das nicht so wirklich machen mit der ganzen Mauer. Du bist doch 100 Pro wieder so ein Ivarok. Das rieche ich doch von hier. Schon mal den Deckensprung ausrüsten. So, weg mit euch. Ich sehe das Teil nicht mal. Nee, das ist kein Ivarok, das ist ein Bivarok. Bist du was? Bist du ein anderer? Also ein Subtypus so gesehen? Nee. Boah, ich schieße jetzt erstmal die Penner darunter. Aua. Ich weiß schon, warum ich viel Leben haben will. Aua, der hat mir einfach eine Schelle gegeben. Ich spam gerade A wie ein Bekloppter. Hat gerade so gereicht. Jetzt liegt da wieder ein Biwerock-Herz und ich habe keine Waffe, für die es gut wäre. Ich kann es auf die Hellebarde packen. Das ist noch mal ein bisschen mehr Power. Da sehe ich auch noch mal einen Schrein da hinten. Loslassen, Link. Mensch, Mensch, Mensch. Er muss sich an den ganzen Dingern festhalten. Da sind wieder ein paar Pferdchen. Die seid aber alle nicht besonders. So, du gehörst jetzt mir.
Vorübergehend. Stimmt, Feuerfrüchte habe ich echt wenig mittlerweile. Oh, was machst du denn hier? Bitte nicht. Eine Kreatur namens Satori. Da liegt auf jeden Fall etwas, was ich einsammeln kann. Eine Karotte. Es mag Früchte. Also Äpfel. Ach du! Was hast du mir denn da gerade zum Leuchten gegeben? Es lässt alle Sachen hier aufleuchten. Was genau leuchtet da? Und wo bist du hin? Ich wollte dich noch fotografieren. Mistding. Aber was sind diese leuchtenden Punkte? Ich würde da gerne einmal hingehen. Ach, zeigt er mir nur diese dummen Leuchtbrocken oder die Höhen oder wie jetzt? Da ist auf jeden Fall so eine Flederbeißer-Kuh. Mit der will ich mich nie anlegen. Aber damit werde ich mich jetzt anlegen. Mit dem Schrein hier. Im Übrigen, es wird nicht so sein, dass wir heute überhaupt nicht mit der Story weitermachen. Kampftechnik werfen. Du willst also, dass ich Sachen werfe. Okay. Grüß, ich trage mal den Schrott aus. Dieser Schrein dauert einen übel aus vergessenen Tagen. Du, der ihn besucht. Folge unseren Anweisungen. Warum sollte ich das werfen, wenn ich auch genauso gut einfach den Speer werfen kann? Ach, ich darf nur so kämpfen. Okay. Wenigstens kriege ich was geschenkt. Erstmal versuchen, das runter zu schieben. Weil das doof liegt. Ach so, hier ist eine Leiter. Der Bogen, der interessiert mich weniger. Das Schwert schon eher. Schussbohrer. Warte mal, wie war das? Diese komischen Kugeln nehmen. Ich suche die gerade, diese Nautkugeln. Nee, nicht die großen, die kleinen suche ich. Da. Sieht schon wieder nicht mehr wie ein Schwert aus. Das wird dadurch zur Keule. Ich habe eine Sonaniumkeule. Und nochmal ein paar Donnerblumen. Dämlich es wäre, die an ein Schwert zu packen. Würde ich mich instant hochjagen. Es leuchtet ja immer noch so krass. Na gut, liegt mehr oder weniger eh auf meinem Weg, also können wir da ruhig hin. Wieder zu dem Wald.
wo Marone hoffentlich auf mich wartet. Fällt meine Flasche um. Ist hier irgendwo ein Floß? Einfach schwimmen. Es klappt schon. So, der mit seinem Feuerstab. Euch mal, ich fertig hier blöde Meute. Mwahaha. So viel Flederbeißermaterial. So, jetzt brauche ich einmal genau eine Eisfrucht. Obwohl, ich weiß nicht, ob eine Wasserfrucht sogar effektiver wäre. Bevor ich dich vernichte. Genau, erstmal ein schönes Foto von dir. Ah, das war effektiver. Ein Rhodonit-Schwert brauche ich nicht. Nein, beim dritten Mal verfehlt, verdammt. Schöne Geld. Was ist denn das für ein Zeug? Kann ich das auch aufkloppen? Ja, aber irgendwie ist es ein bisschen buggy. Er steckt irgendwie so ein bisschen halb im Boden. Glaube ich nicht beabsichtigt. Mein Hammer zerbricht gleich schon. Warte mal, bessere Idee. Ein bisschen weggehen. Wow, das sprengt es nicht mal halb. Das Ding wegzumachen lohnt sich ja mal überhaupt nicht. So, und warum hat das jetzt so krass geleuchtet? Ist nur wegen den Teilen hier oder weswegen? Toll, kaputt. Der Bohrer sollte auch gut funktionieren. War Maxi-Trüffel. Den hätte ich fotografieren müssen eigentlich. Ich nehme doch lieber einen Hammer in der Hand, falls ich einen habe. Ich habe nur den Stachelkugelhammer. Der sollte aber eigentlich lange halten. Eventuell kann ja was Seltsames bzw. Seltenes droppen, wenn ich die Dinger kaputt mache. Wäre doch möglich. Wofür sonst hat man diese Teile? Und warum kriege ich da immer eine spezielle Sequenz? Ich sehe nicht wirklich den Sinn dahinter, die Dinger kaputt zu machen. Ist hier noch irgendwas? Wenn hier nur dieses komische Majoi-Vieh war, dann ist diese Höhle ja mal der absolute Scam. Oh, hier ist so ein Ivarok. Ein leuchtender Ivarok. Guck in meine Richtung. Neuer Gegnertyp.
Du beschießt nicht Fu, du. Das ist besser. Das klappt doch bestimmt auch bei dir. Ich gehe einfach durch deinen Körper durch. Warte mal. Besser. Aua. Na gut, was hält mich davon ab, einfach instant wieder durch deinen Körper zu gehen, hä? Einmal kurz runter, Ausdauer aufladen und wieder durch seinen Körper. Was soll der machen? Na gut, den letzten Hieb kann ich auch mit dem Bogen verpassen. Danke. Oh, guck mal. Diesmal ist es so ein Leuchtteil. Hier wird aber nichts, woran ich das befestigen kann. Habe ich einen Knüppel? Ich habe eine Lanze. Ich habe hier legit keine Waffe, an der ich es dran kleben könnte. Ich kann es allerhöchstens mitnehmen. Und hoffen, dass ich jetzt an einem Bau von den Bocklins direkt vorbeilaufe. Ich nehme das Teil einfach mal mit. Wer weiß, vielleicht hat der nächste Außenposten von denen ja irgendwie einen Prügel für mich. Da ist ein Fuchs. Jetzt schleppe ich so ein Steinherz mit mir rum, weil ich keinen Teil habe, wo ich es dran kleben kann. Da vorne ist wieder so ein Biberrock. Will ich ehrlich gesagt nicht bekämpfen. Hätte ich ja nur nochmal ein Herz, was ich mit mir schleppen müsste. Ich glaube, von dem Hirsch habe ich schon ein Foto. Oh, von euch habe ich noch keins, oder? Doch, Kakudas. So, einen habe ich schon mal down. Ich habe zu spät reagiert. So, einmal runtergeschossen. So ein Kakuda-Auge zum Fotografieren. Und ein Kakuda-Flügel. Okay. Eine höhere Range. Klingt eigentlich auch ganz nice. Hier liegt doch irgendwas drin, was ich gebrauchen kann. Komm, Spiel. Hier muss doch irgendwas Wichtiges sein. Hier können nicht nur diese Mistviecher sein.
Da ist wieder so ein blauer Bock blind. Der hat 100 Pro keine Waffe für mich. Wo ich das Teil hier draufpacken kann. Der hat nämlich nur so einen Rucksack bei sich. Da muss ich aufpassen, dass ich ihn von vorne treffe. Sonst macht's bumm. Ist der hin? Ich war doch hier gerade noch. Wie kann ich ein dickes, fettes, blaues Schwein verlieren? Oh nee, da sind wieder diese ekelhaften Hände. Bitte lasst mich einfach in Ruhe. Da gehe ich nicht weiter. Oh, hier kriege ich eine Waffe. So, erstmal den Schützen ausgeschaltet. Hä? Das war ein One-Shot. Toll, jetzt ist das Herz weg. Du eine andere Sorte von... Ja, du bist ein anderer Schleim. Wow, ich mache ein Foto, während ein Stein in mein Gesicht fliegt. Du siehst so mega falsch aus. So, brenn. Komm her, du Falschgeld. So, Kiste incoming. Ein Soldatenschild und wieder mal ein Schild, den ich nicht mitnehmen kann. Moment. Synthese. Den einen Schild an den anderen geklebt. Das finde ich halt so nervig. Ich kann die ganzen Schilde nicht mitnehmen, weil ich so wenig Plätze habe. Deswegen will ich meine Schildtasche unbedingt erweitern. Halt die Klappe. Auch du. So, den Elektroschleim habe ich direkt fotografiert. Man könnte ein schönes Foto von ihm machen, aber passt schon. Oh. Der wirft seinen Kollegen einfach. Auch gut. Ja, den einen Stein, den nehme ich. Warum ist denn noch so einer? Yeah.
stimmt, ja, der hatte diese komischen Elektrodinger noch in der Hand. Ich habe mich kurz gefragt, hä, warum kriege ich jetzt gerade eine gewischt? Ach, mein Schwert liegt jetzt hier wieder irgendwo. Danke. Das kann ich direkt wieder abwerfen. Das sieht einfach aus wie ein Tanzzapfen. Ich brauche ja noch ein Foto von dem Drecksding. So. Ich habe nicht wirklich gerade eine Verwendung dafür. Also einfach einpacken. Ach, Elektrofrüchte sind das. Na gut, da warte ich, bis ich den Strauch finde. Und ein neuer Bogentypus. Stachelbockbogen. Ich dachte, ihr hättet diesen Schleim und nicht hier das andere Zeug. Also Drops fotografiere ich immer so, wie ich sie finde. Die werde ich nicht in schön finden. So, Kiste. 10 Pfeile. Müsste da oben nicht auch noch ein Bausblock für den Horn liegen? Mann, ich habe doch hier noch einen runtergeschossen. Ach, egal. Da ist ja unser Ziel. Also unser erstes Ziel. Da ist eine Pferdehütte. Da wird auch irgendwo ein Schrein sein. Machen wir da mal kurz einen Zwischenstopp. Es bringt mir nichts, die Karte abzusuchen hier, wenn ich die Karte nicht sehe. So, einfach überfliegen, das passt schon. Ich sehe sogar schon den Schrein. Habe ich irgendwas aus Metall an mir gerade dran? Nee. Kurz ausdrücken und weiterfliegen. Oh, da hat schon der erste Blitz eingeschlagen. Den Turm hier oben, den kann ich auch erstmal instant nutzen. Der ist ja direkt hier neben. Dann habe ich ein Stück Karte wieder kartografiert. Hallo. Nein. Was hätte ich von so einem Ding? Oh, Terry, hallo. Du hast schöne Sachen, aber die bringen mir gerade nichts. Ich will mein Geld für die nächste Rüstung sparen, die es zu kaufen gibt. Okay. Ist irgendwas mit den Goronen passiert? Hm? Ach so.
Ach, der meint die Trümmerstücke. Ich glaube, selbst dann willst du nicht da hoch. Oh, Schwertlinge. Du darfst mir einmal mein Pferd geben. Epona, bitte. Warum hat Epona eigentlich keinerlei Zugkraft? Warum sollte ich etwas an meinem Pferd verändern wollen? Hm? Ich bin glücklich mit meinem Pferd so, wie es ist. Okay, danke für die Info. Hat irgendwer von euch noch eine Quest? Irgendwas Interessantes drin. Ach, okay. Von der Übernachtung hätte ich jetzt gerade auch nichts. Ach, das sind diese Musikanten, ne? Ja, erzähl. Ich kann mir vorstellen, wer das war. Ach, wir müssen nur das Teil reparieren eben kurz und dann könnt ihr dahin fahren. Ja, eine blonde Frau, das war bestimmt Zelda. Ich stehe schon seit einer Weile neben dir. Ach, hier ist auch so eine Knospe. Die markiere ich mir. Die waren bei dem alten woanders. Ach, da oben, das Ding habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Das klingt doch interessant. Also ihr braucht ein Pferd und ihr braucht einen ganzen Wagen. Der Wagen geht schnell. So, ein Rädchen. Das schief da dran hängt. So, Wagen ist schon mal repariert, Leute.
Ich könnte eins meiner Billo-Pferde, die ich vom alten Spiel noch habe, einfach eben kurz da dran hängen. Gib mir mal das hier. Kann so bleiben. So, komm mal her. Ich fahre euch. Können das Pferd auch meinetwegen behalten. Ach so, ich brauche das Geschirr sogar, damit ich das Teil ziehen kann. Ein Moment. Da oben. Zum Schreien kann ich ja gleich noch. Schrein und Turm. Komm, zieh, Pferdchen, zieh! Dann spielt ihr mal eure Musik. Hallo. Na, wie geht's? Oh, Problem gelöst, ne? Jetzt kann ich wenigstens einmal meine Ausrüstung aufbessern. Das klingt doch gut. Auch 50 Rubine, die nehme ich doch gern. Ach stimmt ja, ich muss bei jedem von diesen Dingern irgendwas machen. Dann kriege ich ja die Froschrüstung. Ganz vergessen. Ja, das klang schön.
Ich muss euch jetzt nicht helfen, dass die Band größer wird, ne? Ich glaube, ich muss da echt nachhelfen. Na? Ja, vier seid ihr ein Stück. Ach, guck mal, die sind markiert. Ich muss die gar nicht extra markieren. Klar, warum nicht? Wenn du was verbessern kannst, dann bitte das hier. Die Kletterausrüstung mal sofort. Stimmt ja, das kostet immer Rubinchen. Oh, angepustet. Ja, ein bisschen mehr Abwehr. Ja, aber ich kann es doch nicht instant nochmal verbessern. Ich würde gerne alles, was ich gerade verbessern kann, einmal verbessern. Einfach nur, damit ich mehr Abwehr zur Verfügung habe. Ohne Schleimgelee. Na gut, das könnte ich ja einfach herstellen, indem ich einmal kurz hier ein paar Sachen auf den Boden werfe und dann mit einem Feuerpfeil drauf werfe. Wie die Winterhose ist nicht verstärkbar. Für das Orni-Zeug brauche ich auch mal komplett rotes Schleimgelee. Also neun gleich einmal hinwerfen und dann aufbessern. Dann habe ich mit meiner Eisrüstung auch noch mal ein bisschen mehr Abwehr. Warte mal, mache ich mal, bevor ich weitermache. Ich kann die ja wieder ansprechen. So, wo sind meine Schlimmers da? Machen wir direkt 15 draus. So, Feuerfrucht nehmen. Ach guck mal, kann ich auch direkt ein Foto noch von machen. Irgendein rotes Schleimgelee ist im Fokus. Die passen sich halt dem Element an, mit dem sie getroffen werden. Ja, ich will vor allem nicht meine Schneeausrüstung hier ein bisschen aufbessern. Weil dann habe ich oben in den eisigen Gebieten wesentlich mehr Abwehr. Das wäre mir gerade wichtig. Den Rest kann ich ruhig nachher verbessern. Die Schneesturm-Tunika würde ich auch noch aufbessern, aber den Rest würde ich dann erstmal aufschieben. Obwohl, die Schneesturm-Tunika lasse ich auch erstmal in Ruhe. So, mir ist wichtig, dass die Orni-Kleidung eben kurz das Sternchen hat. Den Z-Bonus habe ich aber, glaube ich, noch nicht, ne? Ja, aber ich meine nicht erst nach dem zweiten Mal.
Ja, jetzt habe ich wenigstens insgesamt 15 Abwehr. Das ist doch etwas. So, Schrein holen, das Teil da oben. Und dann weiter zu dem Wald. Ich will unbedingt die Taschenaufweiterung erstmal holen. Für die Schilde. Das, was ich dann habe, das baller ich dann komplett in die Schilde rein. Wo ich eh schon hier bin, gönne ich dann auch direkt den Turm da oben. Okay, Fall und Aufstieg. Ich will nicht runterfallen. Ich weiß jetzt schon, wie das funktioniert. Draufstellen und wieder zurückfahren lassen. Easy. Okay, ich analysiere kurz die Situation. Erstmal wollen wir da die Kiste holen. Und wieder ein Schild, den ich nicht mitnehmen kann. Ein Moment. So. An den Sonarschild wird doch bestimmt was dran, ne? Einmal kurz nehmen, abwerfen. Synthese, Sonaniumschild. Bei dem Teil helfen wir jetzt mal kurz runterzufallen. Ich kann mir nämlich jetzt schon vorstellen, wie das funktioniert. So, einmal kurz da festhalten. Und wieder hoch. Warte mal, ich muss dran kleben. Warte mal, eventuell brauche ich dich. Bleib mal hier. Oh, ich brauche dich hier. Oder auch nicht. Zumindest nicht jetzt gerade. Okay, das gehört da drauf. Und ich weiß jetzt schon, wie das da funktioniert. So, das geht gleich da drauf, wenn ich das zurückmache. Atma. Der macht das vom letzten Bewegen aus. Also muss ich den nochmal runterpacken. Mach jetzt einmal kurz, dass der den Knopf drückt. Heb den von hier unten aus hoch. So. Jetzt packe ich den da drauf.
Kletter selber einmal drauf. Und lass den jetzt zurückwandern. Easy. Der Schrein war ja relativ einfach. Oh, guck mal. Ich sehe direkt das nächste Rätsel. Noch ein paar Raketen. Ein nettes Geschenk. So, einmal zu dem Turm hoch und von dort aus zum Wald. Wenn ein Turm so nah dran ist, dann mache ich den direkt. Ich weiß, ich könnte mir jetzt noch mein Pferdchen holen. Vor allen Dingen kann ich ja von da oben dann auch direkt zum Wald runter segeln. Wo kommst du denn her? Habe ich ja gar nicht vorher gesehen. Hallo. Ich habe dich ins Auge gefasst. Was denn sonst? Ach, kein Ding. Ich bin das gewohnt. Kann ich die Dinge eigentlich auch zurückschicken? Ich kann hier einfach den ganzen Weg wieder hochschicken. So könnte man auch auf die Himmelsinseln. Aber so komme ich doch viel schneller zum Turm. Der ist hier irgendwo runtergekommen. Für eine tolle Entdeckung. Vor allem komme ich so sogar locker auf diese Insel hier hoch. Ich kann gucken, was es hier so Schönes gibt. Offenbar nichts. Ach, doch, eine Kiste. Ich weiß nicht, ob es gedacht ist, dass man so an die Kiste kommt. Aber ich nehm's. Und von hier aus kann ich jetzt einfach zum Turm rüberfliegen. Und von dort aus segel ich dann zum Wald runter. Wenn ich dann von dort aus einmal hochschieße. Ja, geil. Das war schon mal echt lustig. Wie stark man diese Fähigkeiten abusen kann. Hallo. Ja. Was ist denn los? Ja, ich weiß schon, was zu tun ist. Okay. Ich habe eine Idee. Ist hier irgendwas, was ich mit einer Rakete befestigen kann? Ja. Warte mal, ich kann es mir sogar einfacher machen.
Das Teil mal kurz weg. Nicht, dass ein Unfall passiert. So, das brauche ich, das brauche ich und das brauche ich. So, mehr brauche ich gar nicht. Wir haben ja schon gelernt, dass das funktioniert. Passt schon. Ich glaube, da muss eine Rakete mit dran. Oh gut, dass es so runterkommt und nicht wie im Besoffener runter es kommt. So, ich pack mal zwei Raketen ran, dann müsste ich eigentlich richtig schnell nach oben kommen. Vor allen Dingen, die Raketen haben, meine ich, so eine eigene Leiste, die sie verbrauchen. Auch dass es schief geht. Passt schon. Bin ja relativ weit jetzt oben. Den Rest kann ich klettern. Bei jedem Teil gibt es ein Hindernis. War auch schon mit den alten Kartografier-Dingern so. So, und jetzt kann ich von oben einfach reinspringen. Geschafft. Das war easy. Guck mal, wie offen dieser Turm jetzt ist. Na gut, das Teil einfach per Zeitrückspulung da hoch wieder zu pushen, wäre ja zu langweilig gewesen, ne? Und zu einfach. Abschuss! Was ist denn das für ein fetter Block da hinten? So, wieder ein Stück Karte aufgedeckt. Ist ja nicht negativ. Zwar nicht so aus dem Gebiet, wo ich hin will, vom Todesberg stattdessen, aber... Oh, Karte halt, ne? Ach, guck mal, direkt unter mir sind die Inseln. Kann ich mir ja direkt einmal angucken, bevor ich zum Wald segel. Kann den Turm ja instant nochmal nutzen. Guck mal, ich sehe die Insel doch sofort. Hi. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Die Energiezellen. Ach, die können diese Teile auch betreiben. Danke, dass du mir was vorbeibringst, dass ich darüber kann. Ist sehr nett von dir. Weißt du, was ich jetzt mache? Pack die anderen Dinge auch noch dran.
Weniger Verbrauch für mich. Och, man, die Funkelfrüchte. Endlich kann ich von denen ein Foto machen. Das eine ist, glaube ich, falsch rum. So, dann noch dich dran packen. Dann drehen wir das Ding einmal um. Und das Ding ist anständig versorgt. Boah, hat man viel Speed drauf. Das ist eine Keule, die nehme ich sehr gerne, sobald er sie fallen lässt. Danke dafür. So. Das Teil muss da hoch, ne? Habe ich so eine Ausdauerknolle schon fotografiert? Ja. Ich sehe das wie, aber ich finde es eklig. Runterfliegen. Kann ich die Batterie nicht eigentlich auch einfach hinten dran kleben und ist es egal? Und dann könnte ich die hier so straight up hinstellen, dass die auch nach oben gehen. Vor allem so ein Ding hätte ich gern bei dem anderen Teil gehabt, dass ich einfach endlos mit der Rakete hochsegeln kann. So, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. In meiner Vorstellung funktioniert es. Dass ich jetzt hier einfach endlos hochschweben kann. Ja, so ein Teil da dran zu hängen, ist echt geil. Kann ich endlos hochsegeln. Oh, die verbrauchen sich aber auch irgendwann. Wie es scheint. Naja, Hauptsache ich komme hier hoch, ne? Ich habe gesehen, da sind Kisten und ich glaube, viel weiter höher komme ich nicht damit. Der Weg hier führt wahrscheinlich auch da hoch. Was sind wir, die Kiste? Wilde der Weisen, ein kleiner Stehenden, dem nachgesagt wird, dass ihm ein Weiser hinterließ. Angeblich spürt man bereits mit kleinsten Berührungen sowohl entschlossen als auch starke Bande. Ein Ausdauerling in der freien Wildbahn. Muss ich nur gucken, wie ich von hier aus nach oben komme. Hat funktioniert. Das würde mir wenig bringen.
brauche tatsächlich irgendwas zum Hacken einfach. Ja, von hier aus komme ich hoch. Oh, ein Fittling. Bisschen doof platziert, aber ist ein Fittling. So, jetzt nicht Mist bauen. Dafür bin ich bekannt. Dann bin ich hier oben. Ach, hier dasselbe Konstrukt jetzt einfach noch mal bauen. Na gut, geht ja, ne? Wir nur gucken, ob hier vielleicht noch eine Kiste oder irgendwas in der Art rumgammelt. Ist hier noch irgendwas? Da ist ein Vogel zum Fotografieren. Bin nun für die Vögelbeobachter gegangen, Leute. Eine Feuertaube. Oh, die hat ja gar kein Feuer gedroppt. Nur dieses Edelgeflügel. Naja. Neues Vieh zu fotografieren ist auch gut. Und da ist dann auch ein Schrein. So. Ich glaube, ich brauche einen Gleiter. Und da komme ich auch so rüber. Nee, ich komme auch so rüber. Du machst keinen Sturzsprung nach da unten. Ich weiß, das macht Spaß. Aber wir machen das heute nicht. Alter, ich sehe hier so viele Himmelsinseln. In Reichweite allein schon. So, bin gespannt, was du droppst. Komm, irgendwas Neues. Ein Hydranten. Okay, ich kann jetzt Wasser erzeugen. Ich kann diese Ersatzbatterien hier holen. Ich kann ja auch Räder holen. Sonst noch irgendwas Neues? Oder waren das alle? Ja, und halt noch Hydrant. Ventilator. Ich schmeiße da jetzt nochmal 15 rein. Das sind alles gute Dinger, die ich gut gebrauchen kann. Kader Unach. Wasserwege. Okay, dafür braucht man wahrscheinlich diesen Hydranten. Ja, wie bei alten Spielen, dass der dann so eine Plattform generiert. So Obsidian-Blöcke so gesehen. Wo ist der eine schwarz und die anderen nicht? Ach, weil der Fallschirm dran ist. Die kann man nicht dran packen. Na gut, wäre lustig. Warum mache ich mir so einen Weg, wenn ich auch so den Weg machen kann? Richtig einfach. Ich mach's mir einfach.
Easy. Den kannst du behalten. Alle Bögen, die ich gerade da habe. Obwohl der Bogen hält man nicht weniger. Das wäre der einzige Vorteil, den ich davon hätte. Ja, komm, dich nehme ich mit. Dich kann ich bestimmt durch die Wand werfen. Hab nur kurz den Hammer gesucht. So, was will ich hier tun? Ah, ich verstehe schon. Nee, das wollte ich nicht tun. Vielleicht kriege ich ihn ja noch gegriffen. Da habe ich noch meinen Wasserwerfer. Ich weiß nicht, ob mehrere größere Plattformen machen. Muss auf jeden Fall mir eine Brücke bauen. Wo es einfach ist, einfach die alte Brücke, die ich schon gemacht habe, einfach eben kurz zu holen. Ja, reicht. Easy. Aber gut, dass ich schon mal weiß, wie die Hydranten funktionieren. Halt wie bei Wind Waker beispielsweise. Wasserbomben irgendwie oder mit der Flasche irgendwie eine Plattform machen und da dann drüber. So, dann richte ich das Ding jetzt einmal aus, da ich... Ach, das ist sogar schon in die richtige Richtung ausgerichtet. Vielleicht so ein kleines bisschen noch nach links. Da ich auf die Plattform da drauf komme, fliege ich dann zurück und schleudere mich in die andere Richtung. So, ist hier was? Oder komme ich hier umsonst hier rüber? Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, sehen Sie nichts. Ist da oben irgendwas? Da würde es sich aber eher lohnen, einfach hinschleudern. Da hängt eine Kiste. Einfach runterschießen. Und dann mit der Zeit anhalten. Ach, brauche ich nicht mal. Ja, nochmal drei Ersatzbatterien nehme ich. Ich nehme jetzt einfach die Abkürzung hier rüber. Und dann nehme ich das Teil und schleudere mich Richtung Wald. Ich habe mir so ungefähr markiert, wo der ist. So, da ist ungefähr der Eingang. Wie gesagt, was auch immer das da ist, ist so eine Miasma-Pfütze. Da will ich definitiv nicht rein. So, da will ich einmal rein. Durch den Archäolewald. Da sollte man eigentlich beim ersten Mal schon eine Fackel immer dabei haben. Ich meine, die Schleichlinge sind so ein Wegweiser.
So, damit ich was zum Verbrauchen habe. Und schon verirrt. Euch erst was Bestimmtes? Warte mal, vielleicht die Leuchtsamen. Kann ja sein. Wo habe ich die denn? Ich nutze mal so einen Riesenleuchtsamen. Wäre ich trotzdem vom Nebel verschlungen? Ja, die Leuchtsamen machen keinen Unterschied. Eine Ewigkeit später. Okay. Momentaner Status, kein blassen Dunst, wie ich da durchkomme. Beim ersten Mal, also bei Breath of the Wild, war es riesig einfach, hier durchzukommen. Na, da informiere ich mich einfach bis zum nächsten Stream. Also da will ich rein, aber ich darf nicht. Mach mir einfach mal hier das Sternchen. So, was war denn sonst noch so auf meiner Tagesliste? Ach ja, hier im Untergrund wollte ich mal diese Xe holen. Oh, ich war schon länger nicht hier unten, ne? Mach mir einfach mal hier eine Markierung, dann weiß ich die Richtung. Oh, eine Mine. Oh, hier ist eine Sonaniumader. Ja, immer her damit. Ich glaube, das spreng ich lieber. Von weiter weg natürlich. War schon bereit, den nächsten Fall hinterher zu jeden. Unter Tageharnisch. Oh, das macht, dass ich leuchte. Sehr praktisch. Soll ich, wenn ich hier unten bin, auch direkt noch irgendeine Knospe mitnehmen? Nee, mal eher nicht, ne? Ich hab, was ich wollte. Also ich könnte da noch hingehen. Da wäre wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding. Komm, das gehen wir auch noch holen. Holen wir da beide Xe direkt. Muss ich auch nur einmal momentan dann hier runter und nicht noch ein zweites Mal. So, hier ist schon mal erleuchtet. Da ist was Großes Böses. Ist definitiv ein neuer Gegner. Nee, du bist ein Hinox. Aber einer von der Miasma-Sorte.
bin schon ready. Boah, ich bin zu doof, das Teil zu treffen. Geht doch. Erwischt. Der hat eine Arschbombe auf eine Bombe gemacht und sich so selbst getötet. Mann, bist du ein Genius. Oh, ein großer Sonau-Energie-Gistteil. Der ist 20 wert. Sehr schön. Aber wo war denn hier eine Bombe? Ich habe die vorher gar nicht gesehen. Ich denke mir hier im Untergrund immer, es lohnt sich wesentlich mehr, einfach diese Blüten irgendwie zu suchen, als alles einzeln zu erhellen. Und halt auch abzusuchen. Was ist denn das da oben? Ach, ein Öllicht. Ja, ihr seid einfach nur Miasma Exile vor so einem Bockblinz. Und da scheint es ja nicht weiterzugehen, also habe ich auch kein Interesse, zu euch zu kommen. Oder ist da oben ein Weg? Nein, das ist eine Wand. Große Preisfrage, wo geht's um die Wand herum zu dem X? Einfach mal absuchen. Irgendwie muss ich da ja hinkommen. Die waren kein Foto, ne? Nö. Ich denke mal, ich sehe da den Weg drumherum. Ich kann ja nur durch diese Leuchtsamen hier unten was sehen. Deswegen muss ich die ja alle paar Meter werfen. Warte mal, ich habe doch diese Rüstung jetzt gerade bekommen. Na gut, so sehr leuchten die mir jetzt auch nicht den Tag. Ich weiß gar nicht, wozu ich diese Öllichter brauche, ne? Also besser gesagt, noch nicht. Aber einfach mal sammeln, ne?
gerade sagen, du stehst doof. Irgendwas werden die schon gut sein. Ich glaube, da hinten ist auch wieder so eine richtig große Knospe. Sollte erstmal zu dem riesigen Ding da hinten. Ich lasse dich mal in Ruhe, du. Um Gottes Willen, ich sehe doch jetzt schon, dass es da unten kacke wird. Stimmt ja, ich könnte mir hier auch ein paar Ölknospen mitnehmen, wenn ich schon hier unten bin. Die waren ganz gut. Hain der Seelen. Ein bisschen stärker an dem Wurfspeer. Aua. Ich habe irgendein Vieh getroffen. Ach, die Dinger. Wo ist meine Axt? Nee, da hinten ist die Knospe, oder? Wäre das oder das Teil da? Nee, eher das Ding da hinten. Ab und zu mal einen Leuchtsamen werfen. Ist nie verkehrt. Ist auch noch in meiner Richtung, wo ich hin will. Bomben kann ich auch immer gebrauchen. Will ich wissen, was dieses eine Feuer da ist? Also im Normalfall schon. Da geht's nur irre weit runter. So. Den Wurfspeer kann ich dann auch direkt noch mit einem Knochen aufbessern. Wieder das falsch erwischt. So, jetzt aber. So, Knochen an Knochen. Oder? Nee. Ja, hier geht's ein bisschen weiter runter. Hier nicht ein paar von diesen Würmchen farmen können. Oh, hier ist ein See. Ach, hier ist auch so ein leuchtendes Teil. Irrlicht, sehr groß.
Ach, das sind 20 so gesehen von denen. Und die halbwegs größeren sind 5. Okay. Guck mal, die können sogar auf dem Wasser sein, die Leuchtblumen. Ist ja richtig schön. Ja, Qualmerlinge brauche ich jetzt nicht so sehr. Hier komme ich halt auch noch nicht zu meinem X. Bin aber mittlerweile relativ nah. Ich brauche keinen weiteren Leuchtsam eigentlich mehr. Da oben ist ja so eine Leuchtblüte. Und damit dann auch ein Schnellreisepunkt. Dadurch allein wird ja jetzt hier richtig hell. Diese Untergrundwelt, die müsste ich eigentlich auch einmal komplett machen. Guck mal, jetzt ist da auch erhellt, wo ich hin will. Naja, halbwegs. Da unten. Ich weiß nicht, ob hier unten Crocs sein können. Aber ich denke mal eher weniger. Ich glaube, die hätten zu viel Angst vor dem Ort hier unten. So, kriege ich noch eine Leuchtrüstung? Untertagehose. Na, guck mal, jetzt ist das Gebiet, das ich ableuche, schon ein bisschen krasser. Ich denke mal, wenn ich auch noch das die Kopfbedeckung finde, was wahrscheinlich so ein Minenhelm sein wird, dann habe ich richtig gute Sicht hier unten. So, du dämlich erhebe, bei dir habe ich schon gelernt, dass du einfach einen Scheißdreck bringst. Einfach drauf. Und dann machen wir das so. Ersatzbatterie. Und zwei Raketen. Und Feuer frei. Das Ding behält ja sogar den Speed. Tschüss. So, darüber will ich. Das Spiel ist sogar nett und schenkt mir einfach instant zwei neue Raketen. Ja. Abfahrt. Ich mag dieses Tool einfach. Die Ersatzbatterie ist so mega wertvoll. So, hier ist doch bestimmt auch irgendwo ein Schrein, oder? Das Teil sieht so aus, als ob da eigentlich ein Schrein sein müsste. Irgendwas muss ich dafür tun. Ich hoffe nicht, dass ich alle Viecher auf dem Weg ausschalten muss dafür. Dann kann ich den gesamten Weg vom Prinzip her nochmal laufen. Ach komm, ich schmeiß jetzt einfach eine große da rein, oder? Weil ich die Kleinen jetzt nicht finde. Wenn ich genügend von denen habe. Ach komm, geht. Einfach gucken, was kommt hier raus. Ein Transporter.
ein Scheinwerfer. Oh. Auch noch ein Schlitten. Und das sind alle? Ja. Komm, werfe ich mal die restlichen Dinger rein. So, ich poke einfach mal darauf, dass ich da oben irgendwas machen muss, damit der Schrein hier aktiviert wird. Warum sollte ich die Plattform nehmen, wenn ich mich einfach hochschleudern kann? So viel einfacher. Ist auf jeden Fall ein Krog. Wo ist die zweite Blume? Ich habe jetzt überhaupt nicht darauf geachtet. Ach, da. Nächste ist da. Und Krog. Ist nur schade, dass wir am Maronus noch nicht rankommen. Da werde ich, wie gesagt, ausnahmsweise googeln, wie man da durch den verlorenen Wald kommt. Weil ich würde das eigentlich schon sehr gerne sehr früh machen. Mit Marone. Ist hier kein Schalter? Bin ich echt dazu gezwungen, all die Viecher auszuschalten? Ja, irgendwas mit den Viechern. Entweder das oder direkt hier drunter ist, was auch immer ich machen muss. Um den Schrein da zu aktivieren. Also da ist hundertprozentig ein Schrein. Ich muss den nur irgendwie aktiviert bekommen. Ach, das ist gar nicht verbunden. So, nach unten bitte. Ach, dann mache ich es halt selbst. Sieh jetzt auch nichts? Langsam glaube ich wirklich, ich muss die Viecher unbedingt ausschalten. Wenn ja, ist das echt kacke. Das kann nicht deren Ernst sein. Da wäre auch noch mal irgendwas. Bitte. Ist hier das, was ich tun muss? Ah, das muss ich dahin bringen. Okay. Sollte ausreichen, dass ich ihn hier eigentlich einfach droppen lassen kann. Nach Hause mit dir.
Die dem da bringe oder des Kristalls, schenkt mir ein Licht, das die Finsternis bannt. Ja, halt ein Tempel. Die Sequenz hatten wir, meine ich, auch schon mal. Ja, das Ding vorbeizubringen war ja schon Aufgabe genug, ne? Wäre hier nochmal eine Aufgabe gewesen, dann hätte ich geschrien. Und dann kriege ich nur einen Scheiß-Topaz dafür. Wollt ihr ihn doch verarschen. Naja, kann mir nochmal zwei Level gönnen. Dann habe ich erstmal genügend, was Level angeht. Level, Herzen. Das Ding kann man auch so drehen? Nee. Vielleicht so? Guck mal, so kann man das viel leichter drehen. Hier sind richtig viele verrostete Dinger. Ach, guck mal, wir wären auch direkt bei dem Ding da. Ja, wie gesagt, storytechnisch werden wir heute definitiv nicht mehr vorankommen. Können wir es ja so machen, dass wir jetzt hier den Drop hinmachen. Und von dort aus darüber. Ich sag extra da auf dem Berg, weil da höchstwahrscheinlich noch ein Krog zu finden ist. Aber natürlich nicht auf die Art und Weise in den Drop, wie ich es gerade fast getan hätte. Wir nehmen uns einen Gleiter dafür. Wofür brauche ich überhaupt einen Gleiter aus der Entfernung? Ja, ich würde sagen, ich brauche einen Gleiter, weil es ist ein Berg. Da hinten ist Schloss Riule, ne? Ich könnte auch einfach straight up durch zum Turm. Wäre auch eine Möglichkeit, dass wir da das Gebiet auch direkt aufgedeckt haben. So, hier wollte ich ab. Hier wollte ich runter. Weil ich hier Dinge vermute. Oh, guck mal, da liegt einer meiner alten Kleider. Da habe ich einen Schrein entdeckt, den können wir gleich auch noch mitnehmen. Ist hier kein Krog? Ich kann es mir nicht erzählen, Spiel. Hier ist doch 100 Pro irgendwo ein Krog. Ich muss echt mal einen Stream lang komplett nur auf diese Krog-Suche gehen. Guck mal, da, das sieht so aus, als ob da ein Krog drin sein will. Oder ist das nur ein Höheneingang? Nee, da liegt ein Stein, das ist 100 pro ein Krog. Hallo? Wo ist mein Freund? Den ich erwarte hier. Will er vielleicht einfach nur einen kleinen Stein rein? Will das Ding gefüllt sein? Für dich verschwende ich doch keine Pfeile oder sonst irgendwas. Komm, Spiel, das kannst du mir echt nicht erzählen. Ja, so funktioniert's. Auch wenn ich Labyrinth. Das wird überhaupt nicht schrecklich. Am besten da hinten bei den Lichtern runterdroppen, würde ich sagen. So, ciao, Gleiter. Der sucht seine Bestimmung jetzt.
Ebenso wie ich. Jetzt den Weg suche. Ach, kann sein, dass ich es instant gefunden habe. Ich muss den Flammenwerfer nach da oben bringen. Natürlich geht's nicht. Warte mal. Wir versuchen verwegene Dinge. Mann, ich will mir jetzt nicht extra für den einen Block dann Neues holen. Alter, ich bin der Labyrinthgott. Ich habe den Weg instant gefunden. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen zu schnell gefunden. Aber hey, keine Beschwerden meinerseits, ne? Ja, schade, ich dachte, ich habe jetzt Feuer unter Bobo. Ja, habe ich auch. So wie ich das hier gemacht habe, ist es definitiv nicht geplant. Weil ich ja auch jetzt instant hier bekomme. Eigentlich soll man reingehen und den Weg suchen, aber ich bin von oben rein und zufällig gut getroppt. Und Diamant! Den packe ich doch nicht an eine Waffe. Der bringt mal nicht so 500 Rubine mindestens. Ich wäre schön, dem nicht da dran zu packen. Auch wenn das 26 Stärke gibt. Was haben wir denn hier? Ja, danke. Was sagst du mir? Die westliche Seite des Labyrinths des Himmels? Hier ist doch nochmal irgendwas da drunter. Oh, nee. Bleib bloß weg von mir. Nein, danke, da gehe ich halt lieber direkt zum Dorf der Orni. Danach würde ich erstmal Ausdauer pushen. Aber ich brauche unbedingt erstmal Leben. Weil ich sonst viel zu schnell sterbe. Ja, gib mir direkt noch ein Herz.
Jetzt habe ich 8 Herzen, mit denen könnte ich ganz gut zurechtkommen. Ich könnte mir noch vorstellen, dass auf der einen oder anderen Insel drumherum auch noch mal ein Krog ist. Also solange ich nicht in den Riolewald komme, bringt mir das auch recht wenig. Hier Riolewald, dem verlorenen Wald. So, da wollte ich mich auch noch mal hin teleportieren, gucken, ob ich die Fee erwecken kann. Ich rede gleich mit denen da. Nee, ich sehe die Musikanten jetzt hier gerade nicht auf den ersten Blick. Vielleicht hier auf der Seite. Hallo. Ach, die sind es. Die, die letztes Mal die Pilze haben wollten. Was ist euer Geheimnis, über das ihr nicht reden wollt? Okay. Ich soll einfach nur die verkloppen, ne? Ja, kann ich ja nebenbei machen. Ja, mein kleiner Freund. Da sind die doch. Ja? Ja. Ja, da hinten das Teil habe ich schon erkannt. Wo ist der denn? Aus dem Süden der, vom Stall der Tabanterbrücke waren die noch mal. Tabanterbrücke. Ja, irgendwo hier wahrscheinlich, oder? Muss ja. Ich kann mich ja hier hin teleportieren und dann da gucken. Ich würde diese Federn gerne heute noch erwecken. Was für Vorkommnisse denn? Ja. Das muss ich jetzt wiederfinden. Okay. Und das Pferd war weg. Wie kommt es, dass du mich nie bemerkst? Von Zelda selbst kann es ja keine Angst gehabt haben. Wohin ist es denn geflüchtet?
Okay, im Norden von Hios. Ah, dann weiß ich wo. Na gut, mir wäre es aber wichtiger. Mal kurz gucken. Hier müsste ich wahrscheinlich den ganzen Weg zurückbringen. Ja komm, das machen wir dann jetzt eben noch. Diese Zeitung her, ich liebe sie einfach, ne? Wenn es nicht zu so einem Unfall kommt. Weiß man was? Leider. In meiner Meinung sich verabschieden zu müssen, dann machen wir es halt so. Ich bin Eiszapfen. Zweiter Gleiterversuch. Dann halt so. Hier vorne eine dran und da vorne eine dran. Das wird schon in keinem Unfall enden. Sag ich doch. Und Schaugleiter. Jetzt muss ich erstmal hier hochklettern. So oder so bin ich auf jeden Fall ein bisschen schneller vorangekommen. So. Hälfte vom Weg ist ja schon mal geschafft. Wir wollen nur noch eben kurz die Fee aufwecken. Kann ja nicht immer nur Hauptstory sein. Müssen ja auch mal ein bisschen Nebenkram machen. Da wartet ein Exalfoss auf mich. Da ist, glaube ich, eine Höhle, wenn ich das richtig sehe. Nee. Nur ein Exalfosshorn. Der Berg ist toll aufgebaut. Kann immer wieder so ein bisschen zwischenstehen. Oh, da ist was. Hier ist was drin. Was
gerade nur gucken, wie ich da reinkomme. Oh, ein Krog. Wusste ich's doch. Hallo, mein kleiner Freund. Wo ist denn dein anderer Kumpel? Da hinten. Ist, glaube ich, wieder in die entgegengesetzte Richtung, oder? Nee, ist tatsächlich sogar in die Richtung, wo ich will. Dann kann ich das ja gleich machen. Ah, ich helfe dir gleich. Ich will erstmal das hier machen. Irgendwie muss ich da ja reinkommen können. Hey Kumpel, kannst du mal aufmachen? Und oben scheint da kein Durchgang zu sein. Ich kann mich natürlich durch die Decke porten, aber das bringt mir auch nicht viel. Oh. Dachte mir schon, die ist hier bestimmt nicht für umsonst. Na gut, war aber ein bisschen falsch, hier hochzukommen. Ich muss ein bisschen weiter links. Und eine Energiesphäre. Ja, komm mal nehmen. Oh, ich sehe ganz verwegene Dinge. So, zum Abschuss bereit machen. Wird ein häufiger Ritt, mein Freund. Passt so schon. Guck mal, ich bringe dich jetzt nach Hause zu deinem Kumpel. Wir reden mal nicht über artgerechte Behandlung, ne? Hier ist direkt noch ein Krog. So, hier bist du bei deinem Freund. Gern geschehen. Habe ich wirklich gern gemacht. Mein erstes Schwertgras, was ich so finde. So, und jetzt kann ich hier einfach runter. Da wartet dann der Typ. Alter, ist hier ein Meteorit eingeschlagen? Hallo? Ja, bin ich. Ja, das weiß ich. Oh. Okay.
Oh. Überlegen. Ja, ich wüsste wie. Du spielst sehr schön. So, rein da. So, ich setze mich da mit rein und dann schieße ich. Obwohl, nur er muss rauskommen. Ist er draußen? Ja, er ist aus der Gruppe raus. Perfekt. Oh, lecker Ausdauerhonig. Ja, da wollte ich jetzt sofort hin. Ich will nämlich die Fee heute noch befreien. Es wäre ganz schön, wenn hier so wirklich knapp in der Nähe eventuell auch noch ein Schrein gewesen wäre, aber ich sehe keinen. schon wieder. Ich mach das eben kurz. Ist ein bisschen doof platziert. So, da habt ihr euer Dach. Gern geschehen. Dann muss ich eben kurz noch mein Pferdchen holen. Ja, keine Sorge, das kriege ich schon hin. Dafür mache ich gerade sogar länger. Nein, ich brauche das Geschirr. Ja, wie ich ein ganz lieber Hund, ne? So, das verbinden wir denn jetzt einmal ganz kurz. Und ab die Post.
Keine Sorge, Leute, wir kommen friedlich und sicher da oben an. Euch passiert schon nichts. Nur vor dem, da muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Alles gut. Wir sind zaumlich da und trällert jetzt ein Liedchen. Okay. Und wieder eine Fee gerettet. Das ist doch gut, ne? Ja, ja. Oh, 100 Rubine, die sind ausreichend. Ja, ja. Oh. Ah, die machen wir, wenn wir dran vorbeikommen. Ja, ja. Ja, nehmt es ruhig. War eh nur dafür. Ja. Hallo? Okay, bin schon gespannt. Was brauchten die jetzt, die Rüstung? Ja, Leuchtsam. Die will ich auf jeden Fall verbessern. Rotes Schleimgelee will es schon wieder haben, die Orni-Rüstung. Aber dann wäre die halt auf Stufe 2 und wir hätten 8 Verteidigung. Na gut, das kostet dann aber auch 50 Rubine pro Stück. Ist nicht gerade billig. Ich wollte sie nur freischalten. Ich hatte jetzt nicht vor, hier jetzt onscreen noch alles aufzuwerten. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier dann jetzt für heute Schluss. Ich nehme eine Waffe in der Hand, die nicht so creepy ist. So, das sieht man nicht so sehr. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat heute, den nächsten Abo und ein Like auf YouTube da. Der YouTube-Kanal ist in der Twitch-Beschreibung verlinkt. Ebenso andersrum YouTube ein Follow auf Twitch da lassen, auch da in der Beschreibung verlinkt, also in der Videobeschreibung. Und von YouTube verabschiede ich mich natürlich hier als erstes. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr guckt, und bis bald. Ciao.